19 Leute, was geht ab? Spex ist wieder am Start und ich heiße euch herzlichst willkommen zu einem weiteren Warzone Mobile Video. Vorab möchte ich erstmal ganz kurz sagen, fettes Dankeschön an euch alle für euren ganzen Support auf meinen bisherigen Warzone Mobile Content. Also es hat mich sehr gefreut, dass mein erstes Gameplay so gut angekommen ist, für die Verhältnisse meines Kanals zumindest, und auch meine Warzone Mobile Livestreams sind sehr gut angekommen bei euch offensichtlich, und das freut mich sehr und deswegen wollte ich vorab erstmal fettes Danke für eure Unterstützung sagen. Ja, und in meinen Livestreams, da gab es so eine geringfügig dominierende Frage, die mich auch schon fast in den Wahnsinn getrieben hat, sowie auch den ein oder anderen Moderator von mir. Also nochmal Dankeschön an Neo fürs tausendfache Beantworten derselbigen Frage, die wie folgt lautet: Wie kann ich meine eigene Ausrüstung in einer Runde verwenden? Denn wie ihr hier sehen könnt, unter Aufrüstung, ich würde es Ausrüstung nennen, aber egal, kann man hier seine eigene Ausrüstung erstellen. Hier 10 verschiedene Loadouts kann man hier machen. Das habe ich hier natürlich auch entsprechend am Anfang getan und haben hier Loadouts erstellt. Die kann man zwar auch auswählen in einer Runde, aber wenn man dann auf Auswählen tippt, kommt dieses Loadout einfach nicht. Es erscheint einfach nicht. Und das verwirrte sehr, sehr viele Menschen. Der Grund dafür ist ganz einfach, das kann ich vorab schon mal sagen. Der Grund ist, das hier ist nicht die Vollversion von Warzone Mobile. Das habe ich ganz am Anfang auch nicht sofort gecheckt, aber das ist ein Limited Release mit sehr limitierten Funktionen und deswegen ist das schon so gewollt, dass man seine Ausrüstung nicht benutzen kann. Warum sie trotzdem erstellen kann, fragt mich nicht, aber es ist so gewollt, dass man sie nicht verwenden kann. Nichtsdestotrotz habe ich einen kleinen Trick gefunden, wie man das Ganze so halbwegs umgehen kann. Wenn ihr nämlich keine Lust habt, so wie ich, immer nur die 3 gleichen Loadouts zu spielen, die hier vorgefertigt sind. Und das Ganze möchte ich euch jetzt hier eben in diesem Gameplay gleich einmal zeigen. Also, wie ihr hier sehen könnt, ich kann jetzt hier auf eigene klicken. Hier unten Standard, eigene. Egal, was ich anwähle, es ist wirklich egal. Auch wenn man hier sieht, okay, da ist irgendeine Shotgun mit drin im Loadout, die hatte ich damit reingetan. Oder hier ist ein Werfer mit drin und ein Sakin-MG, das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Ich tippe hier drauf, das ist nicht das Sakin-MG und auch kein Werfer, den ich hier irgendwie mit dabei habe. Also, es funktioniert offensichtlich nicht, aber der Trick ist, geht einfach zu den gefallenen Gegnern und hebt deren Waffen auf. Es gibt hier natürlich viele Spieler, die auch diese Limited Release Version spielen, wie wir jetzt hier. Es gibt aber auch einige Spieler, die hier auf der Konsole oder auf dem PC spielen, weil das hier ist ein Cross-Plattform-Shooter. Deswegen hat man hier eben die Möglichkeit, die Waffen von den anderen aufzuheben, und wenn man Glück hat, hat man dann entsprechend Waffen, die man sonst eben nicht hätte. Jetzt versuche ich hier gerade mal was zu finden. Genau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Allein schon, wenn ihr seht, dass er so einen Skin hat. Wenn er so einen Skin hat, dann wisst ihr schon, okay, das ist auf jeden Fall kein Limited-Release-Spieler hier aus der Mobile-Version. Denn die Skins kann man nicht ausrüsten in dieser limitierten Version. Jetzt habe ich leider keine Muni mehr gehabt für die Waffe, aber ich hebe mal seine auf. Mal gucken. Gut, das ist... Ah, ich glaube, das ist auch eine Custom-Waffe, oder? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich da schon richtig coole Waffen teilweise dazwischen gehabt. Irgendwelche mit krass leuchtenden, legendär wirkenden, super geilen Neon-Skins. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall mit sehr, sehr geilen Skins schon dazwischen. Und ja, das ist so wirklich die beste Variante, die ihr nutzen könnt, wenn ihr keinen Bock habt, wie gesagt, immer mit den 3 gleichen Loadouts zu spielen. Indem ihr einfach hinläuft und guckt, was die Gegner fallen lassen. Hier nochmal aufheben. Oh, danke. Habe ich auch schon wieder eine Waffe, die es sonst auch nicht gibt. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Eine MAC-10 oder eine Pharaoh? Nee, Pharaoh war es nicht. Ich glaube, eine MAC-10, die war vollautomatisch. Aber das ist auf jeden Fall so die coolste Variante, die man eben, ja, nutzen kann, um das Ganze zu umgehen. Zum Beispiel hier ein M4 gibt es ja nur mit diesem ekelhaften Zweifach-Dreifach-Scope. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das nervt mich auf jeden Fall. Ich mag das nicht. Und ja, hier hat man jetzt zum Beispiel eine M4 einfach mal ohne ein Visier. Ist auf jeden Fall, the rhyme is fat, hat man M4 ohne Visier. Ja, ist auf jeden Fall die beste Variante, die ich euch so empfehlen kann, wenn ihr eben mehrere Waffen spielen wollt, als eben nur diese 3 verschiedene. So, wir werden jetzt einfach mal versuchen, zum Ende der Runde hin ein paar Waffen aufzuheben und hoffen, dass wir da noch ein paar coole Waffen bei rausbekommen, die ich euch dann hoffentlich gleich nochmal zeigen kann. Gucken, was haben wir hier? Nee. Das zum Beispiel ist doch ein cooles Beispiel, oder? Ja, ist schon geil. Kann man natürlich jetzt so in seiner normalen Ausrüstung nicht haben. Boah, Aiming ist da. Na komm. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg, ja. Ja, aber ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, finde ich, wenn ihr, wie gesagt, keinen Bock habt, immer nur die gleichen Loadouts zu spielen, keine Skins verwenden zu können und einfach davon genervt seid. Ja, macht es so wie ich, hebt einfach, spielt ein bisschen Gun Game quasi, hier auch nochmal, ey cool, was liegt denn hier rum, alles klar. Seht ihr zum Beispiel hier, seht ihr, der hat auch einen Schalldämpfer drauf. Dann habt ihr auch einfach manchmal
nicht nur andere Waffen, sondern halt auch bessere Builds. Weil die haben dann einfach eine schnellere Zeit zum Anvisieren, die haben eine höhere Magazinkapazität und bessere Stabilität. Und das bei manchen Waffen merkt man das extrem, dass sie einfach so hart viel besser sind als die Standardwaffen, die man sonst spielt. Ne? Also habe ich schon ein paar Mal gemerkt, hier zum Beispiel Schrotflinte. Hey, oh, dieses Waffenaufheben ist noch ein bisschen ätzend, finde ich irgendwie. Na, ist jetzt nicht die Schrotflinte, aber egal. Schrotflinten sind übrigens ein bisschen OP, finde ich hier. Oh, oh, ich habe keine Muni mehr. Ich hätte nachladen sollen. Oh, mit dem letzten Schuss noch getroffen. Mal gucken, da sind noch zwei. Den haben wir auch. Boah, das ist ein Rückstoß, das Ding. Mal gucken. Kann ich ihn blenden? Nee, kann ich nicht. Jo, vielen Dank, Homie. Dann nehmen wir nochmal kurz hier meine Abschussjäger und hoffen, dass der Typ mich jetzt nicht abknallt, der da gerade gekommen ist. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt schon mal ein bisschen helfen, dem einen oder anderen. Weil ich war auch selber übelst genervt davon, dass ich meine Killstreak gerade versemmelt habe. Nein, Spaß beiseite, ich war übelst genervt davon, dass ich einfach auch keine Loadouts benutzen kann und war am Anfang auch so verwirrt und dachte mir, hä, was soll denn das? Warum haben diese Spieler hier verschiedene Waffen und Loadouts und ich nicht, ne? Das war halt auch sehr verwirrend. Was ich auch sehr verwirrend finde, weshalb ich auch total verstehen kann, wenn man sich jetzt hier fragt und ständig im Stream gefragt wird, warum das so ist und man seine Loadouts nicht verwenden kann. Es ist ja so, man kann hier alle Waffen sehen, wenn man sich Ausrüstung erstellt, alle Loadouts erstellt, man kann aber nicht alle Waffen ausrüsten. Also wird einem gesagt, das kannst du nehmen, das kannst du nicht nehmen. Bei den Loadouts ist es aber so, da wird einem gesagt, ey, du kannst Loadouts erstellen. Und man fragt sich natürlich, WTF, warum kann ich diese Loadouts jetzt nicht verwenden, obwohl man sie ja sogar antippen kann innerhalb von einer Runde. Aber gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, wie gesagt, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Bock auf weiteren Warzone Mobile Content von mir habt, sowie COD Mobile Content, wird auch weiterhin kommen auf meinem Kanal. In diesem Sinne sage ich dann viel Spaß beim Zocken. Hoffentlich bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Vielleicht sieht man sich da ja auch schon wieder. Haut rein und ciao, ciao.